Servus, meine Lieben, und herzliches Willkommen hier in der zweiten Fußball-Bundesliga zum heutigen Auswärtsmatch. Hansa Rostock, Drittplatzierter gegen Hannover 96, Fünftplatzierter. Eine sehr spannende Partie, die uns hier vor die Nase gelegt wird. Und im Heimspiel gegen 1. FC Kaiserslautern kamen wir maximal zu einem Unentschieden 3:3, weil uns Kaiserslautern ordentlich mit, wie soll ich sagen, Gegendruck oder auch mit ordentlich Aggressivität und ordentlichen Kampfeswillen uns ordentlich dominiert hat. Und wir mindestens zu einem Unentschieden gekommen sind, wo man sagen kann, ja, ein Punkt, das geht. Aber unsere Konkurrenz schläft auch nicht. Auch wenn wir auf Platz 3 sind, müssen wir weiterhin Boden gut machen, um weiterhin Platz 3 zu verteidigen. Tja, und mit dieser Aufstellung wollen wir auch ins Spiel reingehen. Wie immer ein Tor unser Markus Kolke. Die Innenverteidigung besteht aus Rifan Drommeling, Meissner, Malone. Hab von mir jetzt eine schriftliche Pause bekommen, weil er irgendwie nicht so hellwach ist oder die Nacht zum Tag gemacht hat. Ja, aber es sind auch wieder auf den Außen wieder Lukuki, Anano, Lidi Jong-Kyong in zentralem Mittelfeld, Simon Rein in zentral Defensive, Till offensive Mittelfeld, Schröter, Fröhling und vorne im Sturm John Vogt. Gegenüber im Tor Zieler, davor die Dreierkette gebildet aus dem Kapitän Börner, Neumann, Köhn, Dem, Besuch, Koff, Kunze, Kerk, Keita und Bayer. Wir 4-2-3-1 kompakt, 5-2-1-2. Und damit herzliches Willkommen zum vierten Spieltag in der Heinz von Heiden Arena. Ja, da kommen gerade die Spieler aufs Spielfeld. Das Stadion von Hannover 96 ist wieder restlos ausverkauft. Strahlender Sonnenschein. Und hier nochmal die Tabelle. Braunschweig auf 9, Düsseldorf auf 8, Karlsruhe SC auf 7 und Sandhausen auf 6. Ja, Hannover 96 spielt auf der linken Seite in Rot-Schwarz und wir auf der rechten Seite in Weiß. Mal sehen, wer von den Mannschaften heute den glücklichen Start, also den perfekten Anschluss bekommt oder auch den perfekten Anlauf bekommt, also wenn der Anpfiff ertönt, die Chance zum ersten Angriff zu starten. Erstmal beide Teams besprechen nochmal in ihren Hälften den Plan, bis es dann zum Anschluss der Partie beginnen tut. So. Motivation ist da. Die Fans sind auch da. Ja. So. Anpfiff
folgte und Hannover 96 hat den Ball. Aber mühelos beim Anstoßkreis konnten wir uns den Ball erobern und schon geht es nach vorne. Guter Pass auf den Flügel Schröter. Ja. Aber Hannover 96 wird erstmal diese Chance ab. Oh, da kommen wir noch an den Ball ran. Können eine Flanke vielleicht machen. Aber die wird abgefangen. Wieder wird der Ball hoch aus der Hälfte geschlagen. Ananu. Jetzt schön im Ball. Flanke nach innen. Da kommt Hannover 96 aber an den Ball, schlägt ihn raus. Und das geht wohl. Freistoß für Hansa Rostock. Wir wechseln mal den Schützen und nehmen Till. So. Wo könnte der Ball perfekt hin? War ein guter Winkel von Till, aber der Keeper war schnell zur Stelle. Oh, jetzt Hannover 96 mit einem guten Pass. Bayer. Ja. Und Bayer trifft zum 1:0. Ja, schön weit vorgelegt und dann auch gut das Tempo reingenommen und dann schön mit der Kelle hoch über den Keeper drin sitzt der Ball im Tor. Ja, und Kolke ist chancenlos gewesen, um an diesen Ball ranzukommen. Dritte Partie, sein erstes Tor, die Nummer 14, Bayer von Hannover 96 zum Führungstreffer. So, Anstoß für Hansa Rostock. Weiter Ball auf Lukuki. Simon rein. Pass heute schön auf Schröter kommen. Oh, Ananu. Guter Ball. Schröter. Simon rein. Oh. Till weiß aber jetzt gerade nicht, wohin mit dem Ball. Aber sieht Lee. Guter Schuss und er trifft. Jawohl, der Ausgleichstreffer durch Lee Ki-Yong. Und das freut auch die mitreisenden Hansa Rostock-Fans. Hier nochmal schön zu ihm gepasst. Ich würde sagen, so 18 Meter. Könnte so knapp sein. Und dann aus dem Winkel oben links rein. Einfach grandios. Long Ali Dong Kyong mit dem perfekten Treffer. So, da hat Koita wohl gedacht, über den Flügel, aber es hat nicht viel eingebracht, wir konnten uns den Ball erobern, aber vom Anschlusskreis verloren wir leider den Ball. Aber hier Markus Kolke rennt aus dem Fünfer raus und geht auf Koita zu, um diesen Schuss noch abzufangen zur Ecke. Sonst wäre das 2:1 Führungstreffer für Hannover 96 geworden. So, Kerk, die Nummer 37, schlägt den Ball hoch in den 16er. Und Markus Kolke kann erstmal den Ball halten. Simon rein. Ananu. Oh, Schröter. Sich leicht verletzt. Gut zu Sebastian Till.
Und da ist John Volk im 16er mit einem strammen Schuss. Aber nicht schlecht, schön offen. Aber wäre ein kleines bisschen noch weiter in den 16er reingegangen, dann hätte ihn der Verteidiger oder der Außenverteidiger wohl ihn den Ball von den Beinen gerissen. Lee Dong-kyung jetzt mit der Ecke. Der kommt hoch rein. Wird rausgeklärt. Und da ist Frühling. Nochmal hier Frühling. Und ich glaube, das geht in Elfmeter. Ja, da geht es den Elfmeter. Neumann bekommt den Ball in die Hand. Nochmal die Situation. Ja. Gegengepfeffert. Und das lässt sich unser John Verhoek nicht nehmen. Wohin? Eigentlich linke Seite wäre perfekt gewesen, aber der Keeper hat den Braten gerochen und reagiert falsch schnell und lenkt den Ball erstmal zur Ecke. So, wieder Lee Dong-kyung mit einer Ecke. Oh, das war ein Zusammentreffen mit dem Kopf. Aber trotzdem gibt es den Freistoß. Insgesamt 24 Minuten sind gespielt. Schützen wird wieder auf Sebastian Thiel gelenkt. So, und jetzt Schuss frei. Und wieder hat Zieler die Ecke geahnt. Aber es war wieder ein guter Versuch von Sebastian Till. Aber es hat leider nichts eingebracht, aber ein guter Versuch war es wert. Oh, Hannover 96 wieder ein Angriff. Und das war eine sehr kräftige Chance für Hannover 96. Jetzt aber Schröter und Flügel. Jetzt kommt der Ball rein. Und jawohl, der Führungstreffer für den FC Hansa Rostock. Durch Frühling. Hier nochmal von Schröter die schöne Flanke und Frühling mit dem Kopf. Sein Verteidiger springt zwar auch gleichzeitig hoch, der Krasink, aber Frühling ist doch ein kleines bisschen schneller gewesen und kann den Ball ins Tor reinköpfen. So, steht jetzt 2:1 im Auswärtsspiel Hansa Rostock gegen Hannover 96. Und es sind noch gut und gern, ich würde so sagen, 12 Minuten zu spielen auf der Uhr. So, Hannover 96 jetzt wieder in Angriff, Marsch. Aber das muss wohl abseits gewesen sein. Hier nochmal schön zu erkennen. Da steht der mit der Nummer 20, der Hannover 96er Spieler, leider in der Abseitsfalle. Riff von Drommeling. Simon Rein. Will Schröter anspielen. Der ist aber ein bisschen zu weit oben. Und schon landet der Ball bei Hannover 96 vor die Füße. So. Meißner kann den Ball gut abwehren. Der Ball geht erstmal ins Aus, es gibt einen Einwurf. Wieder Hannover 96 mit einem flachen Ball. Oh, kriegen wir den Ball. Aber jetzt ist es passiert. Da ist es nun passiert. Meißner
Erstmal will er den Ball wegschlagen mit dem Fuß. Und der Hannover 96 Spieler schlägt den Ball mit dem Fuß hoch und trifft ihn am Arm. Tja, das bedeutet 11 Meter. So, Kuita zielt in die Ecke. Und Markus Kolke springt hinterher. Oh, tja. Ja. Kuita trifft ins Tor. Und Markus Kolke fliegt mit dem Körper, also mit der Schulter, da oben gegen den Pfosten ging. Und das muss ziemlich wehgetan haben. Seku Kuita mit den 2:2 Ausgleichstreffer. So, 40 Minuten gespielt. Und circa 5 auf der Uhr. Und Markus Kolke gut im Fünfer mit den Händen schlägt er den Ball erstmal ins Aus. So, es gibt nochmal Ecke. Kerk schlägt den Ball rein. Markus Kolke erwischt ihn. Ah, der Ball sollte schön zum Flügel hochkommen. Und jetzt wieder versuchen nach vorne. Oh, das wird jetzt eine gute Chance sein. Ah, der Ball wird aus dem 16er rausgeschlagen. Und das muss wohl eine Situation. Bestätigung eines Transfers von City zu Atletico Madrid. Ja, es gibt Freistoß für Hannover 96. Rein Jink auf Bayer. Aber unser Spieler auf dem Flügel kriegt den Ball erstmal weggeköpft. Ja, und der Schiedsrichter pfeift jetzt zur Halbzeit. Er steht erstmal 2:2 zur Halbzeitstand. Das andere Halbzeitergebnis zur Halbzeit. Magdeburg 1:0 gegen Jan Regensburg. Anstoß zur zweiten Halbzeit hier im Auswärtsspiel Hansa Rostock gegen Hannover 96. Wir haben in der ersten Halbzeit gut 4 Tore gesehen von beiden Seiten. Aber auch wieder Chancen zu einem Führungstreffer. Nur, dass die Chancenverwertung da ein bisschen, wie soll ich sagen, niedriger waren, als man es gesehen hat. So. Da hat dann Sarosok jetzt im Flügel auf drücken wohl den Ball verloren. Und jetzt Hannover 96 wieder mit Kuita. Oh, wir verlieren wieder den Ball. Aber Markus Kolke hier im Fünferbereich kann den Ball mühelos halten. Oh, das war ein perfekter Spielzug auf John Vogt. Ah, das wäre die Chance für Sebastian Till geworden. Aber hat nicht so genug gereicht. Ah, Fehlpass auf Börner, der auf dem jetzt spielt. Weiter Ball. Dietze ist reingekommen für Rick van Drommeling, der, wie soll ich sagen, ein bisschen kaum so viel gezeigt hat in der ersten Halbzeit. Und dafür ist Dietze jetzt reingekommen, um ein bisschen frischen Wind reinzubauen. Ja, hier in Hälfte von Hansa Rostock verlieren wir gerade den Ball. Aber Markus Kolke ist wieder da und klärt diesen Ball. Und Schröter schlägt den Ball erstmal ins Aus und gibt Hannover 96 einmal einen Einwurf zu. So. Wieder Hannover 96.
Da kommen wir an den Ball ran. Oh, das war sehr gut. Und das war noch besser. Aber die Reingabe seiner Chance im 16er hat nicht ganz viel gebracht. Dem runter. On Dua kommt drauf. Die Nummer 29. Und dem die Nummer 20 ist runtergegangen. Ein bisschen frischer Wind soll rein. Lee Dongqiong. Ah, die Ecke hat nicht so viel was gebracht. Aber jetzt eine gute Flanke. Und da ist Kuita schon wieder mit einem hohen Ball. Oh, das war sehr, sehr gut gespielt. Aber die Flanke in den 16er war wohl für die Katz. So, Kerk, Kuita. Wieder Kerk. Weiter Pass. Aber Markus Kolke ist da. Erstmal ruhig auf Schröter. Zu weit vorgelegt. So, Hannover 96. Jetzt wieder ein Angriffaufbau. Na. Da hat Hansa Rostock wohl ein bisschen nicht aufgepasst. Aber jetzt Sebastian Till schön in Tempo. Könnte er es treffen? Ja, er trifft und hat genug Tempo, um diese Chance zu nutzen. Hier nochmal der wunderschöne Pass auf Sebastian Till. Dann das Tempo schön genutzt, um seinen Gegner, die Nummer 32, abzuhalten, ihm irgendwie den Ball abzuluxen. Und dann hat er nur noch Zieler vor sich und schlägt den Ball ins Tor ein. Ja, 3:2, der Führungstreffer für Hansa Rostock im Auswärtsspiel gegen Hannover 96. So. Ein ziemlicher ungelungener Annahme. Wir sehen, Witt hat für Jan Regensburg ein Anschlusstor gemacht. Ballverlust durch John Vogt. Wieder Hannover 96 im ruhigen Aufbau. Oh, das war Kuita. Oh, Ballverlust. Bischuskov. Bayer. Oh, wieder. Und Dua. Und wir sind fast in der 80. Minute drin und können mal wechseln. Ja, wir sehen, dass unser Lee Dongqiong abgekämpft ist. Wir umstellen müssen. So, und Hinterseher kommt rein. Als Mittelstürmer. Fröhling runter. Unser Lukas Breyer kommt rein. Und Schumacher für Schröter. So, drei Wechsel auf unserer Seite. Um ein bisschen die Zeit noch von der Uhr runterzunehmen. So, Hannover 6 und Dua auf Neumann. Kommen wir noch an den Ball. Oh, gut. Hier
von Breyer muss es gewesen sein. Mit dem Kopf schlägt er den Ball erstmal ins Aus und es gibt Ecke. So, die Nummer 37 Kerk wird die Ecke wieder ausführen. Kommt sie sehr hoch rein. Oh, mit einem Fallrückzieher wird der Ball rausgeschlagen. Lee, schön mit dem Ball. Zurechtgekommen. Oh, das wird jetzt Lukuki. Jetzt könnte der Ball reinkommen. Und das war eine sehr gute Chance. Es gibt einen Doppelwechsel. Kuita runter, Köhn runter. Zwei frische Männer. Nochmal aufs Spielfeld. Ja, es gibt Abstoß. Wegen Handkontakt oder so war der Ball irgendwie von uns misslungen. Ujota. Oh, das war guter Reflex, aber Ball ist noch heiß. Oder war perfekt auf Schumacher gespielt, der jetzt viel Platz auf dem Flügel hat. Aber zu weit in den Fünfer rein. Ja. Aber wenigstens ein bisschen Zeit von der Uhr genommen. John Fuchs Schuss viel zu schwach. Aber trotzdem. Ah, landet der Ball wieder bei Hannover 96 vor die Füße. Kerk auf dem Flügel. Oh, das war eine gute Grätsche. Aber hier, die zweite Grätsche war nicht sehr gut. Hier nochmal, er wollte einfach nur den Ball treffen, trifft aber den Gegenspieler. Aber der Schiedsrichter verwarnt ihn nur. Obwohl es außerhalb des 16er gewesen ist. Kerk, wo schießt er hin? Und wieder ist es nicht möglich, dass Markus Kolke an den Ball rankommt. Obwohl er die Ecke geahnt hat. Hier nochmal die Situation. Er wäre da eigentlich mit den Fingerspitzen rangekommen. Aber leider hat es nicht gebracht. Und der drehende Ball ist irgendwie der Beweis dafür. Ja, Endstand 3:3 auswärts. Auch ein Punkt geholt. Erst gegen Kaiserslautern, jetzt gegen Hannover 96. Ja, Punkteteilung. Mal sehen, was das für die Tabelle bedeutet. Ob wir den dritten Platz trotzdem noch behalten konnten. Oder wir doch ein paar Plätze runtergerutscht sind. Nach dem Interview, meinte ich. Endstand 2:1. Dank, dass Sie kurz rübergekommen sind, um uns ein paar Fragen zu beantworten. Das späte Hannover 96-Tor hat Ihnen einen Strich durch die Rechnung gemacht. Ihr Kommentar. Es ist deprimierend, dass wir die Führung nicht verteidigen und den Sieg nicht einfahren konnten. Aber daraus müssen wir lernen. Mehr geht es dazu gar nicht zu sagen. Zwei Teams auf Augenhöhe heute. Wie beurteilen Sie die Leistung? Die Jungs sind zu Recht enttäuscht. Das war heute zu wenig. Wir können mehr. Ich will Hannover 96 nicht zu nahe treten, aber das Spiel hätten wir gewinnen müssen. Hätte Pröger dem Team heute ein besseren Resultat verhelfen können? Nicht jede Entscheidung zählt sich aus. Oder zahlt sich aus. Aber ich stehe zu jeder Entscheidung. Er bekommt seine Chance, mir zu zeigen, dass seine heutige Ausbootung eine Fehlentscheidung war. Ich danke Ihnen. Ja, so, wir können mal kurz weiter. Ein
Entwicklungsplan für Rosberg, ja. Transferangebot für Munsi. Aber wie immer, nope. Ich will die Leute erstmal so lassen, wie sie sind. So, Spielerchat. Ryan Malone. Die Gerüchte, die in letzter Zeit in den Medien kursieren, haben mich ein bisschen nervös gemacht. Ich möchte Sie bitten, mir noch einmal eine Chance zu geben, zu beweisen, dass ich wirklich das der beste Mann für den Job bin. Ich würde darüber nachdenken. Und solange du noch nicht richtig wieder wach bist, bist du noch nicht für die Startelf eingesetzt. Nochmal eine Trainingssession. So. Abschlussbriefe Martin Tavares, Abschlussbericht Nico Kielwan, Abschlussbericht Derek Cornelius. Oh, gut, gut, gut. Ja, wir haben 8 Punkte, sind auf den 4. Platz runtergerutscht, aber im Heimspiel gegen Holstein Kiel, glaube ich, sind wieder 3 Punkte drin. Ich werde das Team wieder umbauen, um dann mehr Stabilität und mehr Angriffskraft und Bissigkeit drin zu haben. Ja. Und wie immer in der Videobeschreibung stehen meine anderen Social Media Plattformen Links. Mein Spotify, mein Instagram, mein TikTok, mein Discord Server steht auch drin. Und mein Zweikanal auf YouTube ist auch in der Videobeschreibung verlinkt. So, ich würde mich gerne freuen auf einen Daumen, Kommentar in Kommentarenbox. Und wie immer, teilt das Video an andere, dass der Kanal noch weiter wachsen tut. Und ich sage jetzt, Wiederschauen und reingehauen, sagt euer Blue Eyes Hair Dragon. Im nächsten Spiel, Hansa Rostock gegen Holstein Kiel, heim, 4. gegen 3. Das wird eine spannende Partie. Und jetzt, bis zum nächsten Mal.